Ihr habt gemerkt, der ist aus seinem Rentnerurlaub ausgeruht wieder zurückgekommen. Er hat seine angebetene Julia über den Vierwaldstätter See gerudert. Dann hat er Muskelkater. Du hättest es nicht besser beschreiben können, Carsten. Wir freuen uns auf die Europameisterschaft hier in Deutschland im nächsten Sommer. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Alle wollen sich natürlich dafür qualifizieren. Dafür haben wir auch den Kollegen Marcello. Hallo Marcel. Hallo Carsten. Marcel hat sich schon qualifiziert, ist übrigens zurück aus seinem Rentnerurlaub. Er hat seine angebetene Julia über den Vierwaldstätter See gerudert. Dann hat er Muskelkater, wurde aber dann im Hotel auch freundlich empfangen und die Füße wurden gesalbt. Du hättest es nicht besser beschreiben können, Carsten. Siehst du. Außer den Namen meiner Angebeteten, den hast du leider falsch gesagt. Nein, den wollte ich nicht öffentlich machen. Bist du verrückt? So, gerne auch ein Abo hier liegen lassen und wir starten gleich mit Frankreich gegen Niederlande. Ja, das ist natürlich das Spitzenspiel in dieser Gruppe, allgemein auch das Spitzenspiel dieses Spieltags in der M-Qualifikation. Zwei hochdekorierte Mannschaften, ganz klar. Und Frankreich bislang geben sich gar keine Blöße. 5 Spiele, 5 Siege, 11:0 Tore, also auch noch kein Gegentreffer kassiert. Die Niederlande hatte so ein bisschen Probleme, haben sie jetzt allerdings auch gefangen, sind deswegen auch auf einem guten Weg, sich als einer der ersten beiden Mannschaften zu qualifizieren. Brauchen allerdings noch so ein paar Punkte, weil da gerade mit Griechenland noch eine Mannschaft im Hintertreffen ist, die durchaus sich noch Chancen machen darf, die Niederlande einzuholen. Und ich sag mal so, die Niederlande muss auf sehr viele wichtige Spieler verzichten. Ja? Cody Gakpo wird fehlen, Noah Lang wird fehlen, Memphis Depay wird fehlen, Frankie de Jong, Matthijs de Ligt, ja, die werden allesamt nicht zur Verfügung stehen und das tut natürlich weh, wenngleich man sagen muss, dass die Niederlande noch immer sehr viel Potenzial und sehr viel Qualität im Kader hat. Trotzdem bin ich tatsächlich eher bei Frankreich bei dieser Partie. Ich sage, dass Frankreich mindestens einen Punkt mitnehmen wird, doppelte Chance x2, kombiniere das Ganze noch mit dem unter 4,5, also maximal 4 Tore im Spielverlauf und dann bekommen wir dafür eine 1,60 in der Spitze. Wenn ihr es noch nicht wisst, dann sage ich es euch jetzt, es lohnt sich bei uns mitzuspielen beim Predictor, denn da gibt es Cash ohne Einsatz. Registriere dich bei predictor.wettbasis.com, tippe die aktuelle Runde und kassiere tolle Cashpreise. Übrigens das Thema Kylian Mbappé, ja wieder ein ganz heißes, denn ein Vorstandsmitglied von Real Madrid hat ausgeplaudert, ja im nächsten Sommer wird er zu Real wechseln. Was sagt ihr? Ist das jetzt wahrscheinlich? Ist das schon fix? Also Kylian Mbappé beschäftigt uns immer. Und natürlich auch Ralf Rangnick als Nationaltrainer Österreichs. Österreich gegen Belgien, das Hinspiel ging 1:1 aus und Felix Austria ist auf dem Weg nach Deutschland zur EM. Ja, Carsten, Österreich-Belgien, das ist natürlich auch das Duell zwischen Rangnick und Tedesco, also zwei deutsche Trainer. Und ich gehe mal davon aus, dass auch beide deutsche Trainer nächstes Jahr mit dabei sind bei der Europameisterschaft im eigenen Land. Denn tabellarisch sieht es ja aktuell so aus, dass sowohl Österreich als auch Belgien sehr, sehr gute Chancen haben. Es ist sogar so, dass die Mannschaft, die dieses direkte Duell jetzt gewinnt, auf jeden Fall schon vorzeitig das Ticket lösen kann für die Europameisterschaft nächstes Jahr. Und beide Mannschaften haben ebenfalls auch ein bisschen mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Ja, bei Belgien wissen wir, De Bruyne fällt aus, Trossard von Arsenal wird nicht zur Verfügung stehen. Courtois, der sich ja überschlagen hat, auch mit dem Trainer, steht ja auch verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Und bei Österreich haben wir Alaba. Hat er sich überschlagen oder? Überworfen. Der hat sich überworfen. Ich weiß nicht, wie du auf überschlagen kommst, Carsten, aber ich meinte überworfen. Nein, bei Österreich haben wir es aber genauso. Da haben wir einen David Alaba, der fehlt. Wir haben Arnautovic, der nicht zur Verfügung steht. Der Gregoritsch, der aktuell noch ein bisschen angeschlagen ist, der wahrscheinlich nicht spielen wird. Das heißt, auch da muss man sagen, beide Mannschaften nicht mit ihrer allerbesten Mannschaft. Aber bei Belgien spielt zumindest Romelu Lukaku, Carsten. Und der hat tatsächlich 8 der bisherigen 13 Tore für Belgien in dieser Qualifikation gemacht. Ist also auch der beste Torschütze überhaupt in der M-Qualifikation. Und trotzdem darf man eine Statistik nicht vernachlässigen, nämlich die, dass Belgien nur 2 der letzten 15 direkten Duelle oder der insgesamt 15 direkten Duelle gegen Österreich gewinnen konnte. Nur 2 von 15. Und deswegen lege ich mich mal darauf fest, dass es wieder ein sehr interessantes, eher ausgeglichenes Match auf Augenhöhe geben wird. Erneut mit wenigen Toren. Und deswegen lautet hier mein Tipp 1,87 für unter 2,5 Tore. Und was haben Rangnick und Tedesco gemeinsam, Marcello? Keine gemeinsame Vergangenheit beim BVB. Ja. Aber eine bei Schalke 04. Wunderbar, wie du das alles umschiffen konntest. Spanien spielt gegen Schottland. Auch ein super Duell.
Und übrigens auch bei RB Leipzig, Carsten. Nicht nur bei Schalke 04, sondern auch bei RB Leipzig. Ja. Man kennt sich. Man kennt sich und man schätzt sich, Carsten, so wie bei uns beiden. Deswegen gehen wir zur nächsten Sagst Partie. du? Spanien-Schottland, das Topspiel aus dieser Gruppe. Erinner dich mal, Schottland hat das Hinspiel gegen Spanien zu Hause mit 2:0 gewonnen. Doppeltorschütze Scott McTominay. Und Carsten, dieser Scott McTominay, der ist dieses Jahr ein absoluter Wahnsinn. Ja, der ist nicht mal Stammspieler bei Manchester United, kam jetzt aber am vergangenen Wochenende rein. Kurz vor Schluss hat 4 Minuten gespielt, also die lagen 0:1 hinten zu Hause gegen Brentford. Und dieser junge Mann, der gar nicht mehr so jung ist, hat tatsächlich 2 Tore erzielt. Und das in 4 Minuten und das, um das ganze Spiel zu drehen von Manchester United gegen Brentford. Und Carsten, er hat auch schon 6 Tore als zentraler Mittelfeldspieler, als zentraler defensiver Mittelfeldspieler für Schottland in dieser EM-Qualifikation erzielt. Also Wahnsinn, was Scott McTominay momentan macht. Ich sag mal so, gegen Spanien wird es trotzdem schwer, trotz Scott McTominay, wenngleich man auch hier sagen muss, Spanien ohne Olmo, ohne Lamine Yamal, ohne Asensio, ohne Petri, die allesamt verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen werden. Und deswegen sage ich, dass Schottland, die momentan das Klassement anführen, mit 5 Siegen aus 5 Spielen, dass die vielleicht sogar in Sevilla zu einem Torerfolg kommen. Und deswegen lautet hier mein Tipp zu einer hohen Quote: 2,25, beide treffen. Meiner Meinung nach die Quote aber sogar etwas zu hoch gewählt. Die Türkei hat einen neuen Trainer, nämlich den Nachfolger von Stefan Kuntz, den sie ja dann etwas kompliziert, muss ich sagen, entlassen haben. Vincenzo, genannt Vincenzino Montella, also ein Italiener, und der muss dann gleich in Kroatien antreten. Hui. Schwere Aufgabe. Ja, ganz klar. Kroatien zuletzt 3-mal in Folge zu 0 gespielt. Also allgemein die Defensive der Kroaten, das weiß man ja auch von den großen Turnieren, dass die sehr, sehr gut funktioniert. Kroatien aktuell auf Position 1 in dieser Gruppe, 10 Punkte geholt aus 4 Spielen. Türkei steht zwar ebenfalls bei 10 Punkten, haben dafür allerdings 5 Spiele gebraucht, haben also ein Spiel mehr absolviert. Und ja, ich sage, in Kroatien werden es die Türken schwer haben, zumal von den letzten 10 direkten Duellen seit 1996 die Türkei nur ein einziges nach regulärer Spielzeit gewinnen konnte. Und deswegen liegt hier die Favoritenrolle meiner Meinung nach eher bei den Kroaten. Und deswegen gehe ich auch auf den Heimsieg. 1,65, das Debüt von Montella wird nicht funktionieren und Kroatien gewinnt dieses Spiel. Italien, die ja nun unbedingt mal beim nächsten großen Turnier dabei sein wollen, was sie ja übrigens in der letzten Ausgabe gewonnen haben, spielt gegen Malta, drittes Spiel von Luciano Spalletti. Interessant wird es ja dann in England. Gegen Malta sollte man gewinnen. Wird man auch gewinnen, Carsten. Das wird man auch gewinnen. Malta ist abgeschlagen als Tabellenletzter, haben noch keinen Punkt geholt, haben erst ein Tor geschossen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Italien dieses Spiel auch deutlich gewinnen wird. Klar, das Hinspiel war jetzt nicht ganz so glanzvoll. Das hat man auswärts auf Malta 2:0 gewonnen. Lag allerdings schon früh 2:0 vorne, hat dann ein bisschen Kräfte gespart. Ich glaube, vor heimischer Kulisse wird es ein bisschen deutlicher werden. Und deswegen sage ich tatsächlich zu einer Quote von 1,50, der geringsten Quote des Tages, dass Italien beide Halbzeiten gewinnen wird. Portugal seit Jahren eine feste Größe. Bei großen Turnieren kommen sie immer weiter und sie spielen jetzt gegen die Slowakei. Und die Bilanz der Portugiesen, Carsten, die liest sich natürlich ganz herausragend. 6 Spiele, 6 Siege und 24:0 Tore in dieser EM-Qualifikation. Ja, also noch kein Gegentreffer kassiert, 4 Tore im Schnitt erzielt. Das ist wirklich beeindruckend. Und sie haben vor allen Dingen gerade offensiv ein unfassbares Spektrum an individueller Qualität. Ja, das heißt, sie haben eigentlich 6, 7 Spieler, die da reinkommen können, die sofort liefern auch können, wenn mal Ronaldo nicht spielt, dann ist es Gonçalo Ramos, dann haben sie noch einen Leao, sie haben einen Ricardo Horta von Prager, der aus der Champions League kennen wir ihn aus der Partie gegen Union Berlin. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Qualität geboten. Trotzdem, den Spieler, den ich dir jetzt ganz gerne mal kurz vorstellen würde, ist Gonçalo Inácio. Ja, Sporting Lissabon, Innenverteidiger. Und Carsten, pass auf, der hat beim letzten 9:0 gegen Luxemburg als Innenverteidiger in der Dreierkette einen Doppelpack geschnürt. Ja, also ganz interessanter Spieler, junger Spieler, sicherlich eine große Zukunft noch vor sich. Und die Slowakei spielt bislang ebenfalls eine gute Qualifikation, haben ebenfalls schon 13 Punkte gesammelt aus 6 Spielen, sind also auch auf einem guten Weg in Richtung Deutschland 2024. Und sie haben vor allem eine sehr, sehr gute Defensive. Erst 2 Gegentreffer kassiert in 6 Partien. Und deswegen glaube ich schon, dass Portugal vielleicht etwas mehr Probleme bekommt aufgrund des Heimvorteils und dieser unfassbaren Qualität, die sie zur Verfügung haben, gehe ich aber trotzdem davon aus, dass sie dieses Spiel mit mindestens 2 Toren Unterschied gewinnen. Also Portugal minus 1 zu einer Quote von 1,72. Wir gehen nochmal in die Italien-Malta-Gruppe. Da spielt die Ukraine gegen Nordmazedonien. Ja, auch ein ganz wichtiges Spiel. Beide Mannschaften rechnen sich natürlich noch Chancen aus in dieser Gruppe, wollen auf jeden Fall in Richtung Deutschland noch schielen und dementsprechend zählt auch für beide Mannschaften eigentlich nur ein Sieg. Ja, gespielt wird in Prag
Und beide Mannschaften haben aktuell 7 Punkte auf dem Konto. Das heißt, man sieht nochmal ganz deutlich diese Bedeutung dieser Partie. Ich glaube, dass nicht, dass eine Mannschaft hier auf Unentschieden spielen wird. Das Hinspiel ging 3-2 in die Ukraine, ja, nach 0-2 Rückstand. Und auch diesmal sehe ich die Ukraine deutlich vorne und sage 1,82 Sieg Ukraine und unter 4,5 Tore. Slowenien empfängt Finnland. Ja, das hört sich jetzt auf den ersten Blick gar nicht mal so wie ein richtiger Kracher an in dieser EM-Qualifikation. Aber, Carsten, beide Mannschaften momentan auf einem ganz guten Weg in Richtung Europameisterschaft. Ja, ich Slowenien weiß. auf Also Position gerade 1. die Finnen sind wirklich stabil, ja. Absolut. Die Finnen, um das kurz zu Ende zu führen, 12 Punkte auf dem Konto, Platz 3 nach 6 Spielen. Slowenien sogar mit 13 Punkten auf Platz 1. Also, du siehst, es ist sehr, sehr eng. Dänemark ist dort noch in der Gruppe. Kasachstan darf sich ebenfalls noch Chancen ausrechnen. Das heißt, eine sehr, sehr enge Konstellation in dieser Gruppe. Beide Mannschaften haben eine gute Defensive. Die einen haben 6 Gegentreffer kassiert, die anderen haben erst 4 Gegentreffer kassiert. Hinspiel endete 2-0 für Finnland. Diesmal sehe ich Slowenien tatsächlich leicht vorne. Ich sage aber, dass in dieser Partie maximal eine Mannschaft treffen wird. Ja, deswegen mein Tipp, 1,70 treffen beide? Nein. Ungarn gegen Serbien. Kurz und schmerzlos. Ja, bei den Ungarn fehlt der wichtigste Innenverteidiger Willi Orban von RB Leipzig. Das tut schon extrem weh, zumal Serbien ja ein Monster vorne drin hat. Alexander Mitrovic, der hat im letzten Länderspiel gegen Litauen beim 3-1-Erfolg 3 Tore markiert. Ja, und Orban wäre so ziemlich seine Gewichtsklasse auch gewesen. Das heißt, da muss erstmal jemand ihn verteidigen können. Allgemein sage ich, Serbien 10 Punkte aus 5 Spielen, aktuell auf Platz 2, Ungarn mit 10 Punkten aus 4 Spielen auf Position 1. Es geht für beide Mannschaften darum, sich direkt zu qualifizieren, das vielleicht sogar als Gruppensieger. Und ich gehe davon aus, dass beide Mannschaften treffen werden. Ähnlich wie im Hinspiel, das endete 2-1 für Ungarn in Serbien. Und auch diesmal sage ich 1,83, beide Mannschaften kommen zum Torerfolg. Und wir kommen nochmal in diese enge Gruppe, die wir schon thematisiert haben, Slowenien, Finnland, und da spielt dann eben auch Dänemark gegen Kasachstan. Genau, und auch da gibt es einen kurzen Verweis auf das Hinspiel. Das hat nämlich Kasachstan zu Hause mit 3-2 gegen Dänemark gewonnen. Ja, das ist aber nicht alles, Carsten. Der Dänemark hat in dieser Partie 2-0 geführt zur Halbzeit. Zweimal Højlund, der getroffen hat. Und ab der 73. Minute ist dieses Spiel komplett gedreht. Ja, das heißt, wir haben bis zur 70. Minute eine 2-0-Führung für Dänemark. Endstand 3-2 für Kasachstan. Wirklich ein ganz kurioses Spiel gewesen. Ich glaube, dass Dänemark sich diesmal rächen wird und das vermutlich auch schon in der ersten Halbzeit. Das heißt, sie werden frühzeitig die Weichen legen für einen deutlichen Erfolg und angeführt von Rasmus Højlund, dem neuen Stürmer von Manchester United, der zuletzt ja auch wirklich gut getroffen hat, auch in der Champions League, gehe ich davon aus, dass Dänemark schon in der ersten Halbzeit mindestens 2 Tore erzielt. Und dafür gibt es dann auch die höchste Quote des Tages, nämlich eine 2,72. Wunderbar, vielen Dank, Marcello. Wie gesagt, ihr habt gemerkt, der ist aus seinem Rentnerurlaub ausgeruht wieder zurückgekommen. Hier ist die Übersicht der Tipps für die EM-Qualifikationsspiele. Wir machen dann natürlich weiter und das Freundschaftsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in den USA, das behandeln wir in einem gesonderten Video. Euch viel Spaß!